Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich wollte dieses Video schon eigentlich früher drehen, beziehungsweise ich wusste nicht genau, ob ich es drehen will, weil ich nicht wusste, ob ich so viel dazu zu sagen habe, aber jetzt ist alles so gekommen, dass ich etwas dazu sagen kann und da mich auch manche Leute darauf angesprochen haben und ich weiß, dass ich vorher auch wissen wollte, wie das so alles abläuft und deswegen dachte ich mir, ich mache dieses Video doch. Und ja, es wird heute um den ersten Kontakt mit der Gastfamilie gehen. Und ich würde sagen, wir beginnen direkt mit dem Video. Ich habe mir ein paar Notizen dazu gemacht, aber sonst werde ich einfach voll Schnauze, wie man so schön sagt, drauf losreden. Und ja, bei mir ist es nicht ganz glücklich gelaufen mit dem ersten Kontakt. Ich hätte es mir besser wünschen können, aber ich beginne erstmal zu erzählen. Also ich habe ja mein Video über meine Gastfamilie direkt an dem Tag gedreht, als ich sie bekommen habe. Also am 20.04. Und ich habe ja auch erwähnt, dass ich direkt eine Mail geschrieben habe. Es kam halt keine Antwort. Ich habe mir aber sagen lassen von anderen Austauschschülern und so, dass es normal ist, dass es so 2-3 Wochen dauern kann. Und wenn das nicht ist, dann soll ich nochmal an die andere Adresse schreiben. Also da waren 2 angegeben. Dann habe ich also so circa 2 Wochen gewartet. Ich habe als erstes an meine Host-Mom geschrieben, kam keine Antwort, habe ich ja schon gespoilert. Dann habe ich eine Mail an meinen Gastvater geschrieben und dann habe ich gewartet. Nochmal so eine Woche, bis so 3,5 Wochen um waren und dann dachte ich mir so, okay, anrufen will ich jetzt nicht, ich schreibe einfach mal eine SMS. Und das habe ich dann auch gemacht, einfach genau das gleiche. Und dann kam wieder keine Antwort. Dann dachte ich mir so, ich weiß nicht, vielleicht ist irgendwas passiert. Vielleicht haben wir viel zu tun, vielleicht sind die Mails einfach im Spam-Ordner, was auch immer. Keine Ahnung, ich habe mir da nicht so mega große Sorgen gemacht, weil ich weiß, dass meine Gastmutter halt im Krankenhaus arbeitet und wir wissen alle, was gerade in der Welt abgeht. Und vor allem in England ist es ja auch so ein bisschen kritisch. Und ja, dann habe ich aber so... Als dann immer noch keine Nachricht kam, habe ich dann meiner deutschen Organisation geschrieben. Habe halt alles so erklärt, dass ich beiden eine Mail geschrieben habe und eine SMS und dass ich glaube, dass es einfach im Spam-Ordner ist oder was auch immer, aber ob sie halt einfach bei der Partnerorganisation nachfragen können. Und dann waren die richtig nett, also echt, ich liebe meine Organisation bis jetzt. Ich bin zufrieden. Ja, dann hat sie halt geschrieben, dass das sicher nicht Schlimmes ist und dass sie da mal nachfragt, was da los ist. Dann hat das halt bis vorgestern gedauert. Also ich habe nie eine Mail von meiner Organisation wiederbekommen, aber ich habe halt vorgestern, glaube ich, dann endlich die Mail von meinem Gastvater bekommen, also von beiden, aber er hat es mir halt geschickt und die war echt mega lang, also im Gegensatz zu meiner, weil ich habe die echt schlicht gehalten, weil ich wusste nicht wirklich, was ich schreiben soll. Ich habe mich aber vorgestellt und alles. Und ach so, ich würde euch übrigens empfehlen, weil es manchmal so lang dauern kann, direkt zu schreiben, also so am besten am selben Tag, wenn ihr die Gastfamilie bekommt, direkt eine Mail schreiben, damit es nicht noch weiter nach hinten verzögert wird. Natürlich muss es bei euch nicht so laufen wie bei mir, aber je früher, desto besser. Und die kam so mega sympathisch rüber und ja, dann hat er auch direkt geschrieben, dass ich, wenn ich Fragen habe, ihm einfach schreiben soll und dann habe ich ihm auch schon eine Mail zurückgeschrieben. Die hat er aber noch nicht beantwortet, ist auch nicht schlimm. Dann
die sind halt schon etwas älter und wie gesagt, die haben halt viel zu tun. Und er hat sich auch direkt entschuldigt. Ja, was das Ganze halt erleichtert hat, ist, dass ich nicht alleine war, denn ich habe ja... Ah, das habe ich noch gar nicht erwähnt, ne? Ich habe Kontakt mit meiner Gastschwester aus Norwegen. Und da habe ich sie damals, als ich noch keine Mail bekommen habe, halt gefragt, ob sie schon geschrieben hat und ob sie eine Antwort bekommen hat. Hat sie auch gemeint, dass sie noch keine bekommen hat. Und als ich eine bekommen habe, habe ich ihr direkt geschrieben und alles. Und da hat sie halt die Mail auch gefunden von denen. Also ich weiß noch nicht so mega viel über sie. Ich weiß, dass sie 17 ist. Und ich habe so eigentlich zufällig herausgefunden, dass sie auch zumindest Harry Styles mag und One Direction. Ich weiß nicht, ob sie so hardcore ist, aber sie folgt einer Fanpage. Mehreren Fanpages, whatever. Und ich habe das nicht durch Stalken unbedingt herausgefunden, dass sie einer Fanpage folgt, sondern ich habe einfach in meinem Feed geschaut, weil ich folge dieser Fanpage selbst. Und habe ich gesehen, dass sie das geliked hat und dann... Ja. Genau. Und das war's eigentlich schon. Viele haben mich gefragt, ob ich irgendwie Tipps geben kann, was man so in der ersten Mail schreibt, aber ich wusste selbst nicht so wirklich, was ich schreiben soll. Ich habe mich einfach vorgestellt und gesagt, mich bedankt, dass sie mich aufnehmen wollen und gesagt, dass ich mich freue und dann noch geschrieben so am Ende, I hope you are right during this weird situation oder so, irgendwo war es halt einfach so was Nettes, so eine nette Geste halt und dann halt kind regards, dann mein Name, also Nora und dann mehr war es eigentlich nicht, also die haben viel länger geantwortet, habe ich ja schon erwähnt. Die haben nochmal die ganze Familie vorgestellt, sich entschuldigt, wie ich es schon erwähnt habe. Auch meiner Familie, also mir gesagt, dass ich meiner Familie so Grüße sagen soll und sowas. Und ich habe einfach geantwortet, wie das ist mit der SIM-Karte. Also ob die wissen, ob sie mir irgendwas empfehlen kann. Und ob sie wissen, ob dort irgendwelche Angebote sind für Bustickets, also für den öffentlichen Verkehr dort, denn ich werde damit zur Schule fahren. Und das habe ich einfach gefragt, so. Ich wusste nicht, was ich sonst fragen soll und so. Das habe ich noch nicht hier auf YouTube erwähnt, aber ich werde wahrscheinlich doch mit dem Flugzeug reisen müssen. Also ich hatte ja eigentlich vor, mit dem Zug eventuell zu reisen, aber das ist leider halt viel zu umständlich und riskant. Da müsste ich halt dreimal umsteigen, vielleicht sogar viermal und das ist auch echt teuer. Und ich müsste halt in London umsteigen, in Brüssel umsteigen und ich weiß nicht, ich finde halt Flughäfen sind sicherer alleine als 16-jähriges Mädchen als Bahnhöfe, weil an Bahnhöfen kann so fast jeder hin, so. Wisst ihr, was ich meine? Ich werde aber wahrscheinlich auch nicht nonstop fliegen können, denn es gibt keine Direktflüge nach Bristol. Ich muss halt entweder über Paris fliegen, über Amsterdam oder über London. Aber über London finde ich halt richtig dumm, so im Inland nochmal zu fliegen. Deswegen werde ich wahrscheinlich über Amsterdam fliegen. Aber wir können noch, also meine Eltern wollen noch keine Flüge buchen, weil wenn man jetzt einen Flug bucht und der Flug nicht stattfinden kann, bekommt man sein Geld nicht wieder. Wegen, ja, ihr wisst alle warum. Ich habe mein genaues Flugdatum eh noch nicht. Ich weiß es immer noch nur so ungefähr, weil noch niemand weiß, ob ich vielleicht früher anreisen muss, bevor die Schule anfängt, weil ich eventuell in Quarantäne muss. Das war es eigentlich schon so an News. Viel mehr habe ich nicht zu sagen. Das Video ist, glaube ich, eh schon viel zu lang. Ich rede einfach gerne. Und ja, nochmal den Tipp an euch. Macht so wie ich, schreibt direkt am gleichen Tag oder einen Tag danach eure Gastfamilie direkt an. Habt nicht zu viel Angst. Wie gesagt, ihr könnt, stellt euch einfach vor, bedankt euch und fertig. Das reicht auch fürs Erste so. Ihr kennt die ja nicht. Ihr müsst ja erstmal so Kontakt aufbauen. Habe ich ja selber noch nicht möglich. Ja, und falls euch auch sowas passiert wie mir, erwartet nicht direkt das Schlimmste. Wie gesagt, ich glaube, ich war einfach im Spam-Ordner oder... Die haben vergessen zu antworten oder es nicht bekommen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, ich war einfach im Spam-Ordner. Das passiert ja öfters. Wenn es aber nach
einem Monat, also nach so 3-4 Wochen, noch keine Antwort gekommen ist, dann schreibt mal eurer Organisation und die fragen dann nach. Und in den meisten Fällen ist eh nichts Schlimmes passiert, also ja, das ist so mein Tipp, den ich euch geben kann. Ich drehe gerade dieses Video und morgen schreibe ich meine Englischprüfung und ich wollte eigentlich keine Videos mehr drehen, bevor ich nicht alle Prüfungen habe, aber ich lerne für Englisch eh nicht, also well. Und ich bin so weiß wie ein Brot, es tut mir leid und das Licht ist auch kacke. Irgendwie ist alles kacke. Naja, bye. Wir sehen uns im nächsten Video, was auch immer das sein wird, wann auch immer das kommen wird. Keine Ahnung, es ist gerade alles so ein Mess. Und ja, ich muss demnächst auch mal anfangen, Gastgeschenke zu kaufen. Fällt mir gerade auf. Well, ich habe noch 3 Monate. Alles Gute.